Also ich finde, das Leben besteht nicht nur aus Essen und Schlafen. Ich finde, wir sind hier, um Allah zu dienen. Dafür hat er uns erschaffen, um ihn zu dienen. Und ich liebe es, Allah zu dienen. Oh, Ibrahim, der hat extra Essen mitgebracht. Ach, Mashallah. Du hast ein bisschen mitgebracht. Ja. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Für wen hast du mitgebracht? Ja, ich habe für unsere muslimischen Brüder Essen mitgebracht, die Dawa machen, die Religion verteidigen. Weil es gibt viele Muslime, die sich schämen für euch. Und das ist nicht gut. Ich finde das toll. Wir müssen zusammenhalten und uns nicht spalten. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار بشعرك غرت تجد راحة كما غرد الطير فوق الشجر ولا تكتئب إن بدا عائق فعقب الغمام نزول المطار بشعرك غرت تجد راحة كما غرد الطير فوق الشجر Wie gesagt, hier, siebte Auflage, Alhamdulillah, es geht weiter, die Dauer geht weiter und die Korane werden inshallah ta'ala weiter verteilt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Absichten reinigen und dass sie nur für uns subhanahu wa ta'ala alleine sind, unsere Taten annehmen und für uns akzeptieren. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار إذا المرء يوما أراد العلا فلا بد أن يستحث السياق وخل العزيمة أقوى سلاح فمن يركب البحر يلقى الدرا يوما أراد العلا فلا بد أن يستحث السياح وخل العزيمة أقوى سلاح فمن يركب البحر يلقى الدرا كفاءً ولا تيأسان ولا تعتذر Es gibt viele Muslime, die sich schämen für euch. Und das ist nicht gut. Ich finde das toll. Wir müssen zusammenhalten und uns nicht spalten. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Und noch einen. Takbir. Allahu Akbar. Ich komme hier aus Mülheim. Mashallah. Ja, aus Höhenhaus. Wie bitte? Ursprünglich, ich bin in Deutschland geboren, aber mein Eltern kommen aus der Türkei. Ja. Möge Allah dich stärken und dich festigen, möge Allah dich belohnen. Amen. Möge Allah dir das annehmen, inshallah. Was hast du Schönes mitgebracht? Ach Bruder, was soll das? Ich soll alles zurück.
Alhamdulillah, mir geht es. Alhamdulillah. Mashallah. Was willst du sagen? Mashallah. Hör mal, bist du immer noch Bayern-Fan? Bayern-Fan? Ich glaub, der Hönes wird aufhören. Der würde mich zum Teufel jagen, glaubst du das? Bayern-Fan ist gut. Mashallah. Wer ist das? Erzähl uns mal. Der Ahmed. Ahi, subhanallah. Glaub mir, der Ahmed, ich habe, glaube ich, noch nie etwas auf Deutsch, der einen Vortrag auf Deutsch länger als 10 Minuten gehört. Aber seine Geschichte, die er erzählt hat damals, das ging, glaube ich, eine halbe Stunde, glaube ich. Wallahu a'lam. Ja, 20, über 20 Minuten. So circa. Und die habe ich mir komplett reingezogen, subhanallah, weil irgendwie hat er mich, subhanallah, so gezogen, subhanallah. Hat mich so richtig interessiert, subhanallah. Ich habe den direkt, subhanallah, für Allah geliebt, subhanallah, als ich ihn gesehen habe. Das war noch nur, kann ich sagen, nur noch die Hälfte. Ja. Ich kann da so viel, was ich alles so mitgemacht und durchgemacht habe, das kann man gar nicht so oft. Das ist unglaublich. Das Witzigste fand ich wirklich das mit Bayern. Habe ich gesagt, wenn der Hönes das mitbekommt, dann wird er einen richtig knallroten Kopf bekommen und sagen, das gibt es nicht. Ja, ja. Eine Deutsche wird zum Islam konvertiert. Mashallah. Möge Allah dich festigen. Ich bin sehr glücklich darüber. Und ich weiß, was ich vorher, wie ich noch kein Muslim war, verpasst habe. Ja. Das Ganze, zum Teil schöne Momente gab es, aber der Grund, das Prinzip, das Sinnlose. Ja. Mir kam es. Und danach ganz andere. Ich habe trotzdem vieles mit durchgemacht habe, aber danach ist man ein anderer Mensch. Man muss da durch, Allah prüft einen Tag und Nacht und viele Leute erkennen es zu spät. Ich habe es, Alhamdulillah, Gott sei Dank, rechtzeitig erkannt. Alhamdulillah. Und ich hoffe, inshallah, ich bleibe auf dem Weg und Allah führt mich weiter auf diesen Weg. Und das ist das, wofür ich lebe, wofür ich sterbe und wofür ich alles mache. Inshallah. Bis zum Ende, inshallah. Bis zum Ende. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und ich bin sehr froh, dass ich euch, Brüder, kennengelernt habe. دوما شعارا وإن خالفتك صروف الدهر وخل الغموم وخل الضياء ولا تنسى صروف الزمان وحلق بحلمك فوق النجوم وكن صامحا. Wann hast du von dieser Aktion gehört? Oder im Internet? Internet. Internet habe ich gehört. Auf welcher Seite, wenn ich mal fragen darf? Also die war Religion. Ja. Sehr lieb von dir, Achi. Und inshallah, hast du Lust mitzumachen? Irgendwann? Inshallah, ich habe Dua zu Allah gemacht. Inshallah. Ja. Weil ihr wart einmal in Mülheim, habe ich im Internet das erfahren. Ja. Und dann war es zu spät. In Mülheim, dann hast du den Infostand gemacht in Mülheim. Ja, ne? Guck mal, dann halt dich am besten an diesen Bruder, der hilft dir dann. Das ist kein Problem. Wenn du Verstärkung brauchst oder sowas. Selbstverständlich. Ja? Das ist hier Mr. Mülheim. Ja. Ich beantrage dieses Jahr wieder. Ich hoffe, dass inshallah nächstes Jahr klappt. Im Januar. Ich hoffe, irgendwann einen Termin im Januar. Das wäre sehr schön. Ja. Erzähl mal, in Mülheim gibt es viele Jugendliche. Ja, die Jugendliche, die sind noch fokussiert so auf Netzwerke wie Facebook. Ja. Ja. Also ich finde, das Leben besteht nicht nur aus Essen und Schlafen. Ich finde, wir sind hier, um Allah zu dienen. Ja. Dafür hat er uns erschaffen, um ihm zu dienen. Und ich liebe es, Allah zu dienen. Ja. Was ist mit den anderen Jugendlichen? Beten die nicht so viel? Haben die nur also Fitnerbuck im ich Kopf? Kenne meine, also ich habe viele Freunde. Ich versuche hier zu regeln und zu sagen und zu warnen, betet, betet, betet. Ich kann auch nichts mehr machen, weil ich finde, man muss das im Herzen haben. Im Herzen. Ja. Ja, hoffentlich hören die Geschwister deinen Worten gut zu und fangen an, wieder zu praktizieren. Ja. فلاحا ولم تستعد لنيل المنى بالضنا والسهار فقاوم بعزمك جل الصعاب فبالعزم صلب الحديد انصهار الجد ذو همة
اليأس في يأسه مندثر. يا من تؤمل طيب الحياة تفاءل ستلقى جميل الأثاء. تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. تبسم 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 فيا lass mich in Ruhe. Für dich, komm hier. Lass mich in Ruhe. Tu nicht so, als ob du okay. Ach, vielleicht doch. Also ich finde, das Leben besteht nicht nur aus Essen und Schlafen. Ich finde, wir sind hier, um Allah zu dienen. Dafür hat er uns erschaffen, um ihm zu dienen. Und ich liebe es, Allah zu dienen.